So, hallo und willkommen. Ich bin's wieder, euer Broten zu LP. Und heute geht's weiter mit dem A bis Z. Ich habe mir lang überlegt, ob ich Alistair einfach als Support spielen soll oder ob ich ihn Toplane probieren will. Aber ich will nichts riskieren, von wegen Toplane, weil ich das gründlich versauen würde. Wobei mit Support bin ich auch nicht gerade besser. Aber auf jeden Fall, ich spiele jetzt mal Support. Natürlich mit dem schönen, relativ schon lange draußen Visual Update. Das gefällt mir, sieht ziemlich geil aus. Also besser wie vorhin, weil vorhin war einfach nur irgendeine dumme kleine Kuh. Jetzt sieht er noch, also nicht mehr dumm aus oder noch dümmer, wenn man es will. Auf jeden Fall, in unserem Team haben wir einen Jax im Jungle, einen Fizz in der Midlane, eine Fiora in der Toplane und Jinx als ADC mit mir als Support. Dann ihr Team, Blitzcrank als Support, Jinx als ADC, Nasus in der Toplane, Brand in der Midlane und Kha'Zix im Jungle. Ich habe die Musik jetzt ein bisschen leiser gemacht, also ein bisschen sehr viel. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Einfluss das hat, ob ich jetzt schon wieder zu laut bin oder nicht. Wir sehen's dann. Ich hoffe nicht, dass ich zu laut bin und ich hoffe nicht, dass die Musik noch zu laut ist. Weil ich bemerke ja schon, und ihr bemerkt natürlich auch noch, wegen der Musik, dass sie zu laut ist, aber das kann ich halt nicht so gut regeln, weil jedes einzelne Lied ist immer wieder ein bisschen lauter wie das andere. Und deshalb kann ich nie richtig sagen, ja, ist es jetzt zu laut, ist es jetzt zu leise. Und sie erscheint mir auch ganz anders auf meinem Kopfhörer. Ganz anders kommt sie bei meinem Headset raus, als sie bei euch dann im Video auch effektiv ist. Ja, das ist ein Problem. Auf jeden Fall, Alistair, ich werde ziemlich tanky gehen mit ein bisschen AP vermutlich, vielleicht ein Rod of Ages reinhauen, auch wenn es schlecht ist. Aber ein bisschen AP will ich noch. Frag mich nicht warum, ich will es halt einfach. Und Jinx soll farmen. Mein Komplett-Screen kann probieren nicht zu graben, aber ich werde ihm einfach immer in den Weg stehen. Immer in den Weg stehen, falls er das machen will. Oder probieren im Weg zu stehen. Das ist ein Level 2 für uns. Jetzt muss ich gucken, was ist schlauer? Heal oder? Headbutt, Headbutt eher. Dann kann ich jemanden weg schießen. Und auch meinen WQ engagen. Mit der Combo. Mit der ich. Dort bin ich mir irgendwie zu 50% sicher, dass ich es schaffe und zu 50% nicht sicher, dass ich es schaffe. Mal gucken, wie es jetzt rauskommt dann. Wenn ich es mal ein paar Mal probiert habe, würde ich vielleicht. Kann ich es dann, aber vielleicht auch manchmal nicht. Wir werden sehen. Oh, komm. Nee, das weiß ich gerade nicht. Wir wollen nicht so richtig engagen. Midlane macht First Blood, ist das gut? Ja, Feuer gegen Wasser. Klar, dass wir First Blood machen. Nee. Toplane ist auch gut. Wenn Nasus keine Stacks bekommt, ist alles gut. Muss ich hier ein bisschen in den Weg stellen. Mich in den Weg stellen. Damit er nicht gegrabt. Damit sie nicht gegrabt wird. Habe ich eine Heilung. Also Heal! Heal! Das ist das Einzige, was Alistar Support richtig gut kann noch. Heal, heal, heal. Einfach nur heal. Dann ist alles okay. Und alles gut. Und alles true. Aber jetzt passiert in der Botlane so nämlich ziemlich nichts. Wir farmen ein bisschen rum. Jetzt bin ich konzentriert. Bin tot. Ah, sie haben geheilt. Sie haben Barrier und Heal auf Jinx. Das heißt also, Blitzcrank hat das Heal und Jinx hat das Barrier. Deshalb sind wir auch noch ziemlich am Arsch gewesen. Unsere Jinx hat nicht ihre Jinx gefokust. Dann wäre dieser Fight ziemlich viel besser verlaufen, als er jetzt ist. Aber ja, dumme Dinge geschehen. Und ich spiele allgemein Support nicht gerne. Man kann einfach nichts machen als Support. Man ist einfach da, probiert das zu machen, was man kann, aber meistens ist es eben so, dass man nichts machen kann. Mit was kann man, welcher Support kann etwas machen? Man kann mit Blitzcrank und Thresh etwas machen, weil man kann ihre Carries
aus der Position rausnehmen. Man kann sie zu sich hinbringen. Und sonst kann man nicht sehr viel machen mit anderen Champions. Also, Braum, der kann gut seine Carries protecten. Und sonst, Leona hat viel CC. Mehr fällt mir zu bestimmten Supporter nicht ein. Einfach nur, weil sie zum Teil nicht viel machen können. Na klar, jeder Support bringt seinen Grund-CC oder seinen Grund-Heal mit. Also, der bringt ihn immer, aber wenn man das nicht richtig spielen kann, wenn man mit dem nicht richtig umgehen kann, bringt dir selbst dieser Grund-CC und alles nicht mehr. Gut. Ich bin noch im Tank. Und er ist noch geflasht. Jetzt muss ich aber weg. Natürlich gar nicht gefährlich hier wegzugehen, aber YOLO. Und dann ein bisschen Jax war es, glaube ich, der gepinkt hat. Ja, bisschen für Angst machen. Aber eh. Sie ist ein Draco, fuck, da wäre ich jetzt nicht gut nützlich gewesen, ne? Egal, das schafft sie auch zu zweit. Sie haben ja einen Kha'Zix im Jungle und der hat sich so bei uns noch nicht blicken lassen. Also vermute ich jetzt nicht, dass der plötzlich einfach aus dem Nichts erscheint. Ich gehe mit Jinx wieder Botlane. Und ja. Läuft doch. Bis jetzt läuft. Jinx wird gefallen. Jinx wird fallen. Wenn ich hier bin, können wir gut fighten. Okay, jetzt nicht mehr. Fick dich. Ja, da konnte ich jetzt nicht mehr viel machen. Ich habe keine Exhaust. Ich hatte meine Heilung gemacht. Das, was ich konnte. Ja, da konnte ich jetzt leider nicht viel machen. Da ist der Skin Increased Rage. Es gibt doch irgendwie so ein paar Skins, die man das Gefühl hat, dass er eine größere Range als sie eigentlich hat, oder? Stimmt es sogar, dass sie eine größere Range hat? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es nicht, weil sonst ist das... Also jetzt reden wir vom Blitzcrank Sam Skin, nicht von Jinx, weil Jinx hat ja keinen Skin. Also das wäre dumm, wenn wir von Jinx... dem Skin von Jinx würden reden, wenn sie ja gar keinen Skin hat. Also... ein bisschen Logik braucht man auch noch. Ja, Botlane geht dort ein bisschen in den Fight. Ah, jetzt Warden, das muss ich ja auch noch machen. Oh, scheiße. Kack mich schon jetzt an. Ich will nicht Warden. Warden ist kacke. Ah, du bist tot. Nein, dein Blue Buff. Der wäre so schön. Gut. Oh. Entscheidungen. Ja, okay. Wenn's Fizz sagt, ich soll gehen, dann kann ich auch gehen. Und jetzt werde ich dann wieder geflammt, weil ich hier war. Wobei schafft sie es? Bis zu mir. Ja, sie schafft's. Sie schafft's. Jinx ist noch nicht Level 6. Ihre. Ja, unsere auch nicht. Hi. Wenn man so schön provokant noch sagen, hallo, wie geht es dir? Hast du schön gegessen? Keine Ahnung. Lass mich ein bisschen Odin großen, nehme ich dann. Wegen meinen Stacks. Also wenn ich es schaffe, ihn zu nehmen. Ja, ich habe Ultimate, das heißt ich bin jetzt... kann tanky as fuck sein. Okay. Das ist gut, das war ein gutes Trade. Muss gucken, dass du nicht stirbst. Guter Trade. Ich habe King Stacks, dann kann ich für sie hier am Farm nehmen. Ihr Blitzcrank hat Blue Buff. Den will ich. Die Ultimate am Schluss war noch unnötig, aber so habe ich weniger Schaden durch den Turret bekommen. Und das bringt sie auch noch. Und dann seht ihr die schöne
Schilder, die dann um mich rumfliegen. Und ja. Ja, jetzt muss ich weg, jetzt hab ich keinen. Jetzt wären das kurz. Das ist egal. Jax ist hier, aber ich habe keinen Mana, ich muss Knockup treffen. Habe ich genug Mana für? Ah! Ja, das war jetzt nicht absichtlich. Ich dachte wirklich, ich hatte genug Mana. Egal. Kann auch passieren, oder? Und selbst wenn er so oder so weggekommen wäre, könnte noch wegspringen. Und was ist das? Ihr habt Stempel, irgendwas ist aufgeploppt bei mir. Die holen den Turret nicht, also ist gut. Also ich hoffe nicht, Jinx wird hoffentlich etwas dagegen machen. Sieht nicht danach aus. Jetzt kannst du gehen, jetzt hat er keinen Grab mehr. Ne, der Turret hat. Muss ihn aber noch wegkommen irgendwie. Tot. Jinx, warum nur? Ja, Kacke. Rauspushen, auch wenn das Jahre geht mit alles da. Okay, sie sind wieder hier. Auf jeden Fall Jinx ist wieder hier. Wenn du mich fighten willst und gerne, wenn du in einem Tower bist, aber vorher nicht. Ja, also näher an den Tower wagt sie sich auch nicht ran. Probier möglichst viel Minions zu. Zuzubereiten, sage ich jetzt mal, dass sie Jinx noch bekommen kann. Weil ich habe jetzt mein. Wie heißt das Teil eigentlich? Face of the Mountain. Okay. Und ja. Drake. Haben sie den schon gemacht? Deswegen gesehen irgendwo. Hoffentlich kein. Jinx ist nicht hier, ha? Huh? Nicht gerade sehr gut so zu fighten, aber egal. Ich geh mal einfach mein Trinket beim Dragon hinsetzen. Und ich hab das Gefühl, sie machen G-Drake. Gleich Drake. Ich will aber nicht zu nah an den Turret. Ja, ich weiß schon, ich bin nicht dumm. I need red for stacks, oh mein Gott. Was, du hast ja nicht. Ah doch, du hast jetzt. Das ist. Meine Fresse, Jax. Das ist wohl heute nicht dein Tag. Oder du regst dich einfach schnell auf. Kurz halb ausrasten, weil ich mal aus Versehen meine Mana falsch kalkuliert habe, keine Ahnung. Und dann jetzt noch wegen dem Red Buff. Oh mein Gott, Junge, das ist ein Freeness. Das ist jetzt ein normal Game und kein Ranked, also chill dein Leben. Jax kommt. Aber Jax ist auch nicht. Jax ist auch nicht der Jungler, den man normalerweise spielt. Das ist. Da gibt's viel besseres. Als Jax. Oh shit. Wow. Gut gemacht, muss sagen, Jinx. Und heilige Scheiße, hat ihre Ultimate mir kein bisschen am Arsch gekratzt. Nicht mal am Arsch gekratzt hat sie mir. Ah, fuck. Zu früh gekillt. Dass das auch geht, wusste ich gar nicht. Dass man auch zu früh queuen kann.
Egal. Der Tower steht noch. Ich gehe einfach mal rein hier. Auf den. Wir müssen den Tower fertig machen. Exhausten, dass sie nicht wegkommt hier. Gut. Jetzt. Gut, 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 gut. Schaffst du es alleine? Nee. Egal, Triple auf unserem Jax. Ist gut. Ist doch ganz gut. Sie macht noch die Crab. Dann können wir jetzt ein bisschen den Drake abschalten. Ich glaube, meine Playlist hat wieder aufgehört, ja? Ich mach die ganzen Drake schon wieder an. Geh ich mal back. Shit. Warum habe ich nicht mit dem gerechnet? Egal. Standbild, wobei das ist ja egal. Ah nein, sie hat nicht aufgehört. Sie ist einfach nur so leise, dass ich selber nicht höre. Oh, scheiße. Egal. Wording Item. Das brauche ich ja auch noch. Trinity hole ich mir jetzt. Wobei, ein bisschen denken, das wäre schon gut. Wer hat am meisten Kills? Jinx. AD haben am meisten Kills. Dann hole ich mir ein Randuins. Jax, warum bist du eigentlich immer in ihrem Jungle am Fighten, kann das sein? gut, Jinx. Guter Killstil wird Jax schreiben. Der ist mad. Der ist im Moment so mad. Ich muss Jinx und warum, was mache ich jetzt eigentlich? Ich ging hin und ging doch nicht hin und ging dann wieder hin. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass Jinx den Turret nicht bekommt. Weil der ist wichtig. Nutte. Ich. Oh, scheiße, dann. Du machst ja nicht schlecht, Schade. Ich will aber nicht Ulti. Ja, komm, geht ohne Ulti. Die kann ich jetzt brauchen, wenn ich mit Jax engage. Ich habe genug Mana. Ja. Gut. So gefällt mir League doch. Auch wenn ich selber einfach nicht richtig Damage mache. Egal. Ich bin eine Kuh. Das ist schon Grund genug, glücklich zu sein. Und immer hier. Gehen soll ich von der Seite rein? Mit Ultimate an. Guter. Guten Knocker. Ich bin noch deep. Meine Ultimate. Ich hätte noch Heal gehabt. Hab ich fest auf dem Markt nach sie. Komisch. Hatte irgendwie das Gefühl, dass ich sie nicht gemacht habe. Du Fiora, du bist ziemlich gefährdet, wenn du dort weiter rumguckst. Mal Ansatz hinsetzen. Oh shit, das ist ja noch erst recht leise, wenn ich das spiele. Das will man sehr wahrscheinlich nicht hören im Stream, nicht Stream, im Video. Wobei doch ganz, ganz leise höre ich's. Ja. Ganz, ganz leise. Hört man es. Geh mal mit Lane. Ich stehe 047. Keinen einzigen Kill gestealt, ha? Macht mir das noch. Und da war ich bei 7 geholfen, währenddessen ich keinen gestealt habe. Gedodged. Bitch. Oh. Die sehen dich. Ich hab sie. Danke. Ich werde überleben.
Ich habe Ultimate an. Wieso? Warum lebe ich noch? Eben, wollte schon sagen. Egal, ich habe noch lange überlebt. Wäre lustiger gewesen, hätte ich Nasus zu den Golems reinschießen können. Dann wäre ich sehr wahrscheinlich weggekommen. Aber, ja, geht auch so. Und sie haben ja nur einen, ja, 2 AP. Blitzcrank, Stack Mage, als wäre ein Boss. Ja, und vom Blitzcrank muss ich keine Angst haben, Brand haben. Brand ist jetzt nicht gerade gefeedet. Oder von ihm muss ich auch nicht sehr viel Angst haben. Dann gucke ich jetzt einfach mal, was ich hier ein bisschen Vision in das Spiel reinbringe. Und eben Carries beschützen und so. Und das langweilige Zeug, das halt jeder Supporter machen muss. Oh, der Mage. Oh! Scheiße! Heilige Heilige Scheiße macht. Fizz, ich habe vergessen, wie stark Fizz ist. Sollte ich nicht normalerweise. Gut gemacht, Blitzcrank. Ja, komm, geht mir weg. Ich hab das gut gehalten, ja. Sein Ultimate. Jetzt hat sie nämlich, haben sie keinen Grab mehr, jetzt können sie auch chasen. Die Hölle. Ah, kein Mana. Ich hätte ihn genug gehabt und da wäre ich noch weggekommen, aber er ist erstaunlicherweise noch viel zu mehr weit nach übergegangen eigentlich. Egal. Oh, Fizz. Warum? Warum nur? Fizz, warum tust du uns so etwas an? Nein. Nee. Wir brauchen den Drake. Ich will nicht, dass sie einen Drake bekommen. Ja, so ist es im Ghosten. Wie viele Stacks hat der eigentlich? Nur 126 nach 20 Minuten. Ja, da hat Fiora ihn schon ziemlich dominiert. Jetzt dominiert er sie aber. Und... Touch! Gehen wir schnell zu Jax, weil der braucht Hilfe. Haben wir ein Face of the Mountain wieder. Kein Grab. Jetzt bitte nicht. Geh mal hier. Ich geh Face checken. Wie ein Boss. Sie sind eh am Drake. Schnell weitermachen. Nehmen. Danke, dass du mich hier gegrabt hast. Blitzcrank, das war ziemlich dumm von dir. Ziemlich gut für uns. Jinx müsste mich vorhin gerade nach. Oh nee. I am out of here. Oder doch nicht. Was macht Fizz dort? Er genießt sein Leben. Ich hab Randuin, yay, Spirit Visage kommt. Spirit Visage. Englisch. Es kommt als nächstes dran. Das nützt mir mehr. Ja. Was setze ich jetzt in zweite Stelle? Okay. Was soll ich jetzt noch groß machen? Ich hab 13 Assists. Also, das heißt nicht schlecht. Das heißt ganz und gar nicht schlecht. Warum habe ich das? Okay, wir haben jetzt 3 Dragons. Man sieht schon ein bisschen an meinen, an uns. Die violetten Strahlen, nein, violett bin ich behindert. Orangigen Strahlen, orangen, orangigen, ja, orangen, orangen Strahlen. Das ist Brand, den können wir einkesseln. Ja, weg. Oh, Jinx.
Charging sind tot. Oh. Ulti. Mate. Slow die Bitches. Nein. Okay, wir dürfen das jetzt nicht throwen. Wir haben ziemlich gute Fights gehabt und haben sie auch gewonnen, aber. Ja, wie soll ich zu Jinx kommen? Die war. Ich war hier. Dann bin ich hier rüber geflasht, glaube ich. Ja, ich habe Flash auf Cooldown. Und Jinx war hier. Will ich hier noch zu Jinx kommen rechtzeitig? Die rennt ja von mir weg. Ich konnte ihr ja gar nicht helfen. Ist er von mir weggerannt. Bitte. Fiora ist OP. Fiora macht keinen Triple. Also nein, doch nicht. Jetzt stirbt sie. Hier hin. Ah, ein bisschen zu spät gecute. Egal. Okay, dann geht's noch bis Drake. 2 Minuten. Und da ist der Inofficial Triple für Fiora. Was? Fizz hat nicht mal ein bisschen gepusht in der Midlane. Ich dachte, er hatte das gut im Griff gegen. Ich bin kurz ruhig. Ich habe doch die Playlist wiederholen eingestellt. Aha, warte kurz. Oh fuck, ich muss weg. Sonst. Oder mit oder weg. Ich weiß doch nicht. Ja. Ja, ich muss das Engel nicht dann anschauen, wenn ich. Ja, gut. Ist alles richtig. Ist alles so, wie es sein muss. Gut. Ich bin ziemlich tanky im Moment. Also kann natürlich noch besser gehen, aber. Und ziemlich. Fickt euch! Maximum Disrespect. Oh, guter Minion Grab. Fiora muss kommen. Was macht die Crump jetzt? Oh, Fizz, why you do this? Fiora kommt von hinten. Diese Fotze. Das könnte ein Petter werden. Quadra. Okay, jetzt setzt's. Nee. Ich glaube, sie will ihn auch nicht so hart. Und falls doch, kann sie es ruhig sagen und kann mir schnell diven. Naja, der Timer ist eh schon abgelaufen, die geht es 12 machen, also. Sie gibt nicht mal einen Single Fuck über ihren Petter. Solche Leute gibt's auch nicht mehr. Denen der völlig egal ist, ob sie es einen Petter machen oder nicht. Oh. Inofficial Petter immerhin. Komm zu mir. Ich komm nicht hier hin. Das ist so traurig. Sie macht nochmal? I sacrifice! Und ich werde executed. So geht das heutzutage. Genau so und nicht anders. Oh nee. Blitzcrank. Lass ihn in Ruhe. Nein, Blitzcrank! Blitzcrank! Nein, wie Alter, die steht ja 20 Sek. Heilige Scheiße. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich wusste, dass sie gefeedet ist, aber dass sie so gefeedet ist. Heilige Scheiße. Das ist ja illegal. Und das gibt auch nicht mal einen Single Fuck über Sachen. Der steht dort. Will beide wegputzen. Schafft das aber nicht. Ist traurig darüber. Ja, ich wollte auch gerade zum Drake gehen. Ah, die gehen wir den noch schnell machen.
Ja, du darfst ihn sicher haben. Also Jax ist ein Asshole. Also jetzt aber mal nicht auf. Wie viel Stacks hat er? 44. Okay. Ich brauche aber noch jemanden, der mit mir Drang machen, weil ich. Drake macht, weil ich. Kann das nicht alleine. Ja komm, hilf mir! Junge! Was für ein Troll bist du, ich aber. Wenn ich alleine kannst du vergessen, dass ich das mache. Jetzt hau doch nicht einfach ab! Was läuft falsch mit dir in deiner Birne? Junge! Junge! Warum? Kannst du mir das erklären, Fizz? Du ergibst in meinem Kopf keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn, was du dort gemacht hast. Egal, gehen wir jetzt Jinx holen. Mal gucken, wie lange das überlebt. Ja, nicht mal ein Assist. Ah. Machst du den Quad? Ne, sie stirbt. Oh, schade. Pariert. Gut. Ich will noch einen Assist. Ich bekomme keinen Assist. So traurig. Ja, wir haben sie geaced, müssen wir pushen. Ah! Ja komm, das kannst du alleine. Können wir weiter pushen. Nein, wir müssen jetzt ein bisschen pushen hier. Und jetzt haben wir einen Tower. Vierten Rang. Tower. Ja, ziemlich juicy. Oh mein Gott, so viel Schaden. So viel Schaden. Oh meine Fresse, ich bin schon wieder full life fast. Ich bin wieder full life. So ziemlich. Ich dodge alles. Ich dodge es. Egal was du jetzt mir in die Fresse schießen willst. Ich dodge es. Siehst du, wenn ich deine Anwesenheit gedodged habe? Nein. Na, oh! Cool story, bro. Ha, komm schon. Traurige Geschichte. Egal, sie können auch ohne mich fighten. Ich bin jetzt nicht gerade. Ich bin der Tank, der ein bisschen Leute rumschubst. Schubst und mehr nicht. Okay, den Rod habe ich mal eine Idee gehabt. Das habe ich inzwischen schon total verworfen. Oh, Pura. Du bist zwar gefeedet, aber trotzdem nicht Gott. Jax, das ergab viel Sinn, was du gemacht hast. Reingehen, stunnen, rausflashen. Yeah! Und jetzt verlieren wir, weil unsere zwei Haupt-Damage-Dealer, unsere drei Haupt-Damage-Dealer tot sind. Scheiße. Egal, ich halte das hier. Wir werden nicht verlieren, solange ich noch stehe. Habt ihr das gehört? Guter Shark, muss sagen du. Ich bin davon überzeugt, dass du scheiße bist. Das haben wir jetzt ich wusste es vorhin noch nicht. Das gab mir den Beweis. Nein, ich muss weg. Nein, sorry. Konnte ich nicht mal rechtzeitig weg. Minitime. Ja, ich weiß, dass du mich jetzt playen wirst. Sag mal, was für ein Dick, du bist Fizz. Du kannst kein. Hast du gesehen, was du hast nichts zwischen den Beinen. Also, wie soll ich dein. Du ergibst keinen Sinn! Oder hast du deinen Splasher überhaupt schon mal ein bisschen angesehen? Siehst du dort irgendwo einen Schwanz? Also, hast du es bemerkt? Dass es schon überhaupt nicht möglich ist? Oh, ich dachte schon, ich hau jetzt wieder weg. Das wäre das Letzte, was ich noch brauchen könnte. Nochmal jemanden wegschießen. In die Sicherheit schießen.
Na komm, grab mich. Ich möchte irgendwie back. Baron, sie haben noch einen Smite. Das muss man bedenken. Das muss man bedenken. Und ich habe noch halbes Mana. Hm, gute Frage. Was machen wir jetzt? Also Baron machen wir auf jeden Fall nicht. Das kann ich vergessen. Ich chill jetzt, glaube ich, nur noch ein bisschen bei Fiora rum. Weil ich glaube, der kann ich ein bisschen helfen. Auch nur ein bisschen. Weil Midlane. Branch, braucht der dort Hilfe oder was? Nee, der braucht da nicht mal am geringsten Hilfe. Und Jax nimmt gerade Jinx auseinander. Ja, komm, das ist jetzt inzwischen GG. Praktisch. Wobei noch nicht. Es ist doch noch nicht. Man kann nicht richtig sagen, ob das jetzt GG ist oder nicht. Butch! Weil. Wir sind beide stark. Beide Teams sind stark. Und beide Teams können noch gut gewinnen. Und je nachdem, wer jetzt die besseren Picks macht und wer den besseren Teamfight hinlegt. Das geht's ja dann schlussendlich. Und ja, kann man jetzt nicht viel sagen darüber, außer man hat schon sehr viele Erfahrungen gemacht in solchen Bereichen. Auf jeden Fall, in einer Minute und 30 Sekunden, 20 Sekunden, wird der Dragon wieder spawnen. Dann hätten wir unseren fünften Dragon, dann könnten wir probieren auch noch einen Baron zu rushen. Dann ist es 100%ig GG. Das ist Tatsache, da wir dann einen Baron und einen Dragon haben. Also einen Dragon, den Dragon Buff dreifach und so. Ihr wisst, was ich meine. Dann wäre es schon ziemlich GG. Aber was jetzt auch noch dazu kommt, ist. Währenddessen wir das eine machen können, sie das andere machen, wenn sie schlau genug sind. Das heißt, wenn wir einen Dragon machen sind, könnten sie. Ja, wir haben es kapiert, dass du lagst. Währenddessen wir am Baron sind, können sie Dragon machen, und währenddessen wir am Dragon sind, können sie Baron machen. Das ist beides nicht gerade so prickelnd. Also lieber, dass wir den Dragon machen und sie dann den. Nein, dass sie den Dragon machen. Dass sie den Dragon machen und wir den Baron, so rum. Weil die haben ja schon eigentlich alle Buffs, die man bekommen kann von Drake. Das einzige, was jetzt noch fehlt, ist die Verdreifachung davon. Und wenn wir das jetzt gut machen. Ja, Randuin sollte ich nicht benutzen. Kann ich hier ein bisschen Wards setzen. Gucken. Dass hier niemand reinkommt. Jetzt die Mörder. Wow! Jax! Einfach nur wow! Surprise, Motherfucker! Egal was passiert, ich werde hier standhaft bleiben. Meine Fresse, Jax, wie hast du das nur können? Oh, Jax, bist du behindert? Oder so. Wenn wir das Game jetzt verlieren, nur weil wir jetzt dank Jax diesen Dragon nicht haben, bin ich pissed. Ich sage jetzt einfach mal nichts in Chat, weil das bringt ja schlussendlich nichts, wenn wir uns jetzt gegenseitig zu Tode flamen. Aber trotzdem ist es kacke. Sie haben jetzt die verbesserten Minions und können jetzt pushen as fuck. Und ich kann hier nicht mal dagegen etwas tun, weil ich sonst sterben würde. Ja, Jax, geh Botlane clearen, währenddessen sie unseren Inhib machen. Klar, man kann ja nichts anderes machen als das. Nichts besseres. Presse. Hier komme ich an meine Ult. Ich kann hier rein. Das können sie nicht. Fick dich, kein Schaden. Aber jetzt haben sie unseren Inhib. Wieso spiele ich mit solchen Leuten zusammen? Mit was habe ich das verdient? Oh, gut, Jinx. Schlecht, dass der jetzt der Sonya ist.
Jax, du musst überleben, auch wenn du kacke bist. Ja komm, fokus mich. Warum fokusst du nicht mich? Ich will lassen mich fokus. Gut. Oh, Midlane wird uns gerade am pushen. Ah, siehst du, das ist kacke. Ich kann jetzt nichts machen als Supporter in solchen Situationen. Deshalb spiele ich nicht gerne Supporter. Man kann einfach nichts machen in schlimmen Situationen. Wäre ich jetzt eine ADC, würde ich sagen, okay, lassen wir die anderen Midlane clearen oder weg Midlane. Dann lassen wir die anderen hier clearen. Ich gehe jetzt schnell Drake rushen. Dann haben wir den Buff und sind wir etwa gleich stark wie sie. Aber ich mute Drake, sind sie gerade direkt am Machen und deshalb ist. Egal, ich kann ihn schnell checken. Wenn wir jetzt einen Drake haben, dann haben wir einen gleich starken Buff wie sie etwa. Ultimate, ich glaube nicht, dass sie ihn machen. Ah, Brand ist dort ein bisschen am Rumgurken. Aber ich will jetzt da bei Brand. Oh, ich brauche keinen Garnier, das ist rare. Oh, wer hat hier Drake angegriffen? Ja, das ist mehr hier als wir da. Wir können nichts gegen machen, dass jetzt Drake macht. Ich kann was probieren. Nein. Tag ist das. Jetzt haben sie gar noch einen Drake. Das ist ziemlich die einzige Chance. Nein. Ich bin gut! Ah, oh, das war. Warum? Was habe ich jetzt da gemacht? Ich wollte hier rüber von hier und habe. Oh. Egal. Und Jax gibt keinen Fuck. Was ist. Was? So lange geht das Spiel schon? Oh. Schön, dass ich das bemerkt habe. Okay, wie viel brauche ich für meinen Trinity? Habe ich auch voll. Bild, jetzt müssen wir aber den Ende machen. Egal was passiert, ich brauche diesen scheiß Ende. Wie ist Jax schon wieder gestorben? Wir brauchen jetzt diesen Ende. Diesen hier. Denn ernsthaft, wir sind am Arsch, wenn wir jetzt nicht pushen können. Wir sind so richtig am Arsch, wenn wir das jetzt nicht machen können. Wobei, wir sind schon jetzt am Arsch. Seit dem verlorenen Baron haben wir eigentlich schon ziemlich hart Probleme am Hals. Das sind Teile eben nicht nur schnell, wenig leicht zu lösen. Ja. Lösungsvorschläge brauchen wir jetzt, was ich jetzt machen kann. Was hast du in den Check geschrieben? Fiora SF. I can delete Nasus, so Car. Ja, K6 ist natürlich easy, vor allem wenn du vorhin an ihm gestorben bist. Und was Fiora FK ist, ist auch noch viel schlimmer. Sie hatte diesen Lag-Anfall anscheinend und. Im Moment hätte ich einfach nur noch Bock aufzugeben. Aber das mache ich hier nicht. Nicht solange ich hier noch spiele. Wird ihr nicht aufgeben. Auch wenn ich es jetzt so gerne einfach nur wieder diesen Button drücken. Wir haben noch eine Chance. Wir haben noch eine gute Chance, wenn ich das Hauptproblem ist jetzt einfach, dass Fiora nicht hier ist. Wenn Fiora wieder kommen würde, dann können wir das sehr gut gewinnen. Aber es sieht eben nicht danach aus, dass sie nicht wiederkommt. Ach, hab ich einen. Schnell noch die anderen Trinkets hier, ne? Also das verbesserte Trinket hier von dem nehmen. Ich glaube, sie wollen dann gerade den nächsten Baron machen. Die machen sich hundertprozentig gerade bereit für den nächsten Baron. Also ich gehe mal ein bisschen warden. Die sind im Baron. Die wollen den Baron.
Komm schon, wenn ich Nord habe, ist alles worth. Euer Damage kratzt mich nicht am Hintern. Okay, Baron ist gespawnt. Löscht ihr ihre Base? Wenn ihr ihre Base rusht, dann ist das jetzt worth. Man muss sie aufhalten. Vom Weggehen. Ich kann Jax finishen. Nein, Jax, was machst du? Brand fehlt, aber Brand sollte er fighten können. Auch wenn er zu low ist. Nein! Einzum aktiv. Okay. Sie haben. Niemand von ihnen hat. Genau noch Brand hat Baron. Das heißt. Sie haben einen Inhibitor. Fizz kann Brand killen und das schnell. Jetzt. Fizz probiert zu finishen. Das weiß ich jetzt nicht, ob das nach hinten losgehen kann. Ja, okay. Ohne Ultimate kann Fizz ihn jetzt auch nicht so schnell killen. Auf jeden Fall haben wir jetzt. Jax hat Omeraker. Was läuft? Warum? Nee. Wir müssen jetzt irgendwie, wir kommen langsam wieder ins Spiel zurück, auch ohne Fiora. Und jetzt sind eigentlich alle, außer mir, die, die man beschützen muss. Und ich kann schlecht drei Personen auf einmal schützen. Ja, das ist das Hauptproblem. Super Minions pushen Top Lane. Super Minions gegen die Baron Minions von Brand. Ja, wir werden es sehen. Wir müssen auf jeden Fall... Also Jinx hat einen Midlane-Inhibitor? Ja, der ist jetzt auch noch frei. Also wenn wir den noch bekommen würden, das wäre natürlich erste Klasse. Das wäre... hätten wir mehr Pressure auf ihrer Base. Wir brauchen noch den nächsten Dragon. Den haben wir hier dann gut. Gute Jaws. Entscheidung, Entscheidung, was machen wir jetzt? Also ich darf mich auf jeden Fall nicht einfach so schnell wieder sacrificen wie vorhin. Weil im Fight ohne ein Feind ohne einen richtigen Tank können wir auch nicht gerade gewinnen. Oh shit. Hier ist Brand. Genau, ein Pot. Die habe ich nicht gedacht. Okay, Jax. Jax ist tot. Jax ist tot. Jinx hat gerade Jinx getötet, das ist gut. Dass du, wenn du sie fighten kannst, ist. Aber nicht fighten. Geht's back. Wollen wir einen Pot, die groß machen. Schnell. Kai ist im Deffen. Wenn ich diesen Pot habe. Drake brauchen wir eben, aber ohne Jax will ich das jetzt nicht riskieren. Ist das der, der groß macht? Ja. Iron. Heilige Scheiße, das ist eine große Kuh. Moo moo, motherfucker. Oh, Kacke, sieht das. Oh, ich bin aber groß, Dude. Wir haben den Drake. Das ist gut, wir haben den fünften Drake jetzt. Jetzt haben wir etwas, und so in etwa gleich stark ist wie der Baron Buff von Rand. Aber auch nur in etwa. Auf jeden Fall kann ich jetzt wieder Frontline spielen. Mit diesen Dings mache ich auch noch die anderen hinter mir noch langsamer. Ist noch warten, noch warten. Dann will ich noch auf Jax. Wenn Fiora jetzt kommt, ist noch geiler. Die hat ja schon praktisch voll wild. Dann ist das jetzt nicht mehr so ein schwieriges Spiel, wenn Fiora jetzt noch kommt. Aber trotzdem ist es nicht so gut. Nice, das ist Game. Das ist Game. Wir haben keinen verloren und drei von ihnen bekommen. Heilige Scheiße, das ist ja ein langes. Die haben irgendwie 70 Sekunden auf dem Death-Timer, das ist viel. Nein, Fizz ist weg. Maximum Disrespect. Fiora ist im Backdoor.
als Game. Froh, dass ich das nicht aufgegeben habe. Und die große Kuh stammt rum. Okay. Danke, dass ihr, wenn ihr es so lange ausgehalten habt, das war jetzt 50 Minuten. Also ich hoffe, dass ihr das macht, auch wenn es nicht sein muss. Bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ihr könnt mir gerne ein Like da lassen oder sonst irgendwas, ein Abo, Comment. Hilft mir alles sehr viel. Ich freue mich auch darüber. Und dann sehen wir uns das nächste Mal im nächsten Video. Tschüss.